Einen schönen Tag, ich bin die Alice und ich arbeite im Moment von zu Hause aus. Ich habe jetzt in den letzten Tagen schon einiges ausprobiert und ich finde gerade das Thema Insekten sehr spannend. Heute in der Früh habe ich zum Beispiel eine Hummel schon vor meinem Fenster brummen gehört und ich bin auch sonst, wenn das Munzermuseum offen hat, bin ich sehr gerne in dem Saal, wo die Insekten ausgestellt sind und da habe ich mich schon öfter gefragt, wie viele gibt es eigentlich von diesen verschiedenen Insekten? Jetzt ist es ein bisschen schwer, manchmal an Informationen zu kommen. Man kann natürlich im Internet nachschauen und das eingeben, aber man kann auch Kollegen fragen. Und das habe ich gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen vom Naturhistorischen Museum arbeiten auch alle oder die meisten von zu Hause aus, aber das macht ja nichts. Man kann auch in ein Homeoffice auf Besuch gehen per Computer und so habe ich meine Kollegin Dominik gefragt, wie viele Insekten gibt es eigentlich auf der Welt? Ja, wie viele Insektenarten es tatsächlich auf der Welt gibt, das wissen wir eigentlich gar nicht. Es werden jeden Tag neue Arten beschrieben. Und wir wissen gar nicht so genau, was wir alles nicht wissen. Wahrscheinlich kennen wir jetzt circa ein Viertel aller Arten. Aber was wir natürlich sagen können, ist, wie viele Arten der Wissenschaft bekannt sind. Sprich, wie viele Arten einen wissenschaftlichen Namen haben, in einer Fachzeitschrift beschrieben wurden und in einer wissenschaftlichen Sammlung, wie zum Beispiel dem Naturhistorischen Museum, hinterlegt sind. Und das sind 1 Million Arten. Und damit machen Insekten die Hälfte aller bekannten Organismen, sprich Tier-, Pflanzen- und Pilzarten aus. Eine ganz schöne Menge. Wenn man bei uns im Naturhistorischen Museum in Wien durch den Insektensaal spaziert, dann sieht man, was es für viele verschiedene Insekten gibt. Vielleicht liegt das daran, dass es so viele gibt. Also wir haben ja gehört, es gibt 1 Million verschiedene Insektenarten. Vielleicht liegt es daran, dass es sie schon so lange gibt. Insekten sind seit über 400 Millionen Jahre auf der Erde. Jedenfalls kann man sich kaum vorstellen, dass ich zeige das jetzt mal an den Bildern, eine Ameise ein Insekt ist, aber genauso ein Schmetterling, das sind ja Insekten, die viele Leute kennen. Oder auch eine Biene, ein Käfer, eine Hummel, dann gehören noch Libellen dazu und ganz viele, aber auch Läuse oder Flöhe. Woran erkennt man jetzt ein Insekt? Alle Insekten haben einen Kopf. Das ist bei mir jetzt so ein getrocknetes Obst. Ich glaube, es ist eine Cranberry. Dann haben sie einen Mittelteil. Das ist bei mir hier eine getrocknete Feige. Und dann haben sie einen Hinterleib. Das ist bei mir eine getrocknete Dattel. Das haben alle Insekten, das kann man jetzt zum Beispiel bei der Hummel auch super sehen oder auch bei der Ameise. Dann haben alle Insekten 3 Beine auf jeder Seite, also 3 Paar Beine, einmal, zweimal, dreimal, das sind bei mir jetzt Zahnstocher. Und die gehen immer von der Brust aus. Spinnen zum Beispiel haben auf jeder Seite 4. Die haben also 8 Beine. Und dann haben viele Insekten auch noch Flügel. Ich klebe da jetzt, bei mir sind die Flügel Mandelblättchen, damit wir sie dann später essen können. Ich klebe die jetzt da mit Honig drauf. Das ist ja auch etwas, was Insekten machen. In dem Fall die Bienen. Ich klebe da jetzt auf jeder Seite 2 Blättchen drauf. Das sind also 2 Paar Flügel. Eins braucht man noch. So, da ist noch ein schönes. Aber nicht alle haben Flügel. Bei der Hummel sieht es so aus, als hätte sie nur 2, aber eigentlich sind das 4, die sind nur ineinander gehakt, aber die Ameise zum Beispiel hat gar keine, also die Arbeiterin im Ameisenstab zumindest.
Meine Insekten hier sind essbar. Es gibt übrigens viele Länder in der Welt, wo man Insekten isst und auch noch gerne. Und sogar bei uns gibt es jede Menge Ideen, wie man in Zukunft Nahrung aus Insekten zubereiten könnte. Du kannst ja schon einmal anfangen, deine selbstgebastelten Insekten aufzuessen.